Guten Morgen. Wir waren gerade noch einkaufen, weil wir das Hotelfrühstück leider verpasst haben, das kostenlos gewesen wäre. Aber wir haben ja sowieso circa 1 Kilogramm Kuhuki Crisps am Schüttel. Wahrscheinlich mehr als 1 Kilo. Und um das jetzt zu essen, haben wir uns noch Löffel besorgt. Löffel-Unboxing, Leute. Oha. 2 Dollar für 2 Löffel. Dann habe ich mir hier noch diese Tupperdose geholt, in Pink natürlich. Ich gehe die irgendwo auf. Kann man einfach abziehen. So. Tupperdose, da werde ich dann die Cornflakes drin machen. Hier, eine ganz normale Dose. Inklusive Milch. Whole Milch, Leute. Ich trinke meine Cornflakes aber mit Every Night Question. Simon, was geht bei dir? Simon hat eine eigene Tupperdose von zu Hause mitgebracht. Simon war clever. Gut, ich rieche aber ein bisschen, ne? Aber Simon hat mehr Fassungsvermögen. Wir werden jetzt erstmal frühstücken und dann geht's für uns Richtung Washington. Und da gibt es natürlich viel zu erkunden. Das Washington Monument, das Weiße Haus und so weiter und so fort. Und heute Nacht ist auch noch Halloween. Das wollen wir natürlich auch ein bisschen erleben. Deswegen fahren wir auch nicht mit dem Auto dahin, sondern mit dem Taxi-Uber. Weil es einfach viel zu günstig ist in diesem Land. Aber erstmal wird gefrühstückt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil das Essen haben wir schon hier stehen. Wir haben viel erlebt heute und gleich gucken wir noch, wo irgendwas mit Halloween geht. Aber vorher erstmal essen. Was haben wir? Wir sind durch ganz Washington gelaufen, das habt ihr ja gerade gesehen. Die ganzen Memorials, das Weiße Haus und so weiter und so fort. Und dann sind wir kurz bevor wir hier hingegangen sind, noch für ein paar Stunden in das Air and Space Museum gegangen. Und das war auch total geil. Da habe ich natürlich auch wieder viel gefilmt, Leute. Während wir essen, könnt ihr das jetzt mal angucken und dann sehen wir uns gleich wieder für Halloween. Straßen geht leider nichts mehr, aber wir haben uns jetzt beraten lassen von einem Local da drin in der Pizzeria. Der hat aber eine Pizza gemacht, wer hat es gesehen? Und der hat gesagt, die U Street und Adams Morgan, das sind so zwei Stadtteile. Die U Street ist eine Straße, ja, und Adams Morgan ist ein Stadtteil, da sollen wir hingehen. Und da geht wohl Halloween irgendwas ab, da geht generell irgendwas ab. Da also wollen wir dann mal hin, gucken, was abgeht. Und wenn nichts abgeht, dann leider zurück zum Hotel, würde ich sagen. Ja. Aber wenn was abgeht, dann auf jeden Fall ein bisschen Party. Wir fahren jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter erstmal. Mit Samir. Samir ist unser Typ. Ist unser Uber-Driver. Samir ist unser Uber-Driver. Why are you bouncing? Over there,
kurz. Auch wenn alle Vlogger euch nur das Geile und Schöne und richtig Nice zeigen, Leute, ich möchte ehrlich zu euch bleiben. Wir sind hier jetzt am Weißen Haus überall lang gegangen, haben dann noch einen Local gefragt, so, was sind hier die geilen Spots für Halloween. Er hat uns ein paar Ecken empfohlen, wir waren jetzt an jeder dieser Ecken und hier ist einfach nichts an Halloween. Also Halloween ist irgendwie so ein bisschen wie bei uns St. Martin. Also früher, also nachmittags gibt es irgendwie von kleinen Kindern eine Parade. Ja. Und dann kannst du, ja, dann gehen sie noch um die Häuser und holen sich Süßigkeiten. Und ansonsten gibt es manche 21-plus-Partys, wo ich nicht drauf kann. Ansonsten gibt's, 20. Es gibt halt nur so Privatpartys. Mehr gibt es hier eigentlich nicht. Also es gibt nichts irgendwie auf der Straße, weißt du, nicht so wie Karneval, wir sind hier wo diese eine, also es gibt wohl ein paar Züge auf der Straße, also zum Beispiel der High Heels Ball, der ist ja, soll ja wohl sehr berühmt sein hier in Washington. Aber der ist halt am 17. schon oder so gewesen. Und dann sind noch ein paar Sachen am 27. gewesen. Also die feiern das irgendwie den ganzen Oktober über, feiern die immer mal wieder was. Also wie man das bei uns kennt, so dass wir gucken die ganze Zeit dahin, obwohl da ist gar nichts, da ist halt nur Straße. Da ist halt nur eine Straße. Wo wir das einfach so feiern, am 31. machen wir eine Party und so, ist das hier zumindest, ich guck's mir dann, ist das hier in Washington zumindest gar nicht so. Also zumindest das, was wir heute gesehen haben, zeigt halt eher so, dass die Leute den ganzen Oktober rüber feiern, immer wieder Halloween ist geil, Halloween ist hier. Wir haben ja auch in Miami Beach mit einem gesprochen und der hatte gesagt, dass da übelst abgeht am Sonntag, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ist ja auch am 27. gewesen oder so. Jedenfalls 28. am 31. 28. Aber jedenfalls hier, nee, Sonntag ist der 29. 29. 29. Hier ist jedenfalls fast gar nichts. Ich habe ein paar Sachen gefilmt, die habt ihr ja gerade gesehen. Aber ansonsten ist hier, das war wirklich alles, was wir gesehen haben, was mit Halloween zu tun hatte. Alles, was ich gesehen habe, habe ich gefilmt. Und das war es dann auch schon. Wir sind noch an einer tollen Hausparty vorbeigekommen, ohne Musik. Ja, da war halt so eine Hausparty, standen alle und es war keine Musik. So. Und dann, wir haben erkannt, dass es eine Party war, weil das die roten Becher da waren. Nee, aber Leute, das war ein Reinfall, muss man sagen. Das war ein Epic Fail. Also quasi. Vielleicht haben wir es auch einfach verkackt und sind einfach so doof, das zu finden, aber irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht gibt es hier also das ist es einfach, ich glaube für Touristen ist vor allem Touristen unter 21 das Kacke hier. Ja, ein paar Halloween-Partys gibt es ja hier halt noch, aber die sind halt über 21 und wir haben jetzt auch kein Kostüm oder so. Wir dachten hier, das ist so eine große Parade und alle gehen auf die Straße wie Bilder, die ich bei Google gefunden habe. So. Da geht halt übelst ab. Bilder, die ich bei Google gefunden habe. Ja, die sind dann da vom Weißen Haus und so. Aber das ist halt schon gewesen, das ist halt schon früher. Und ja, wir gehen jetzt jedenfalls ins Hotel zurück und dann werde ich noch ein paar Videos schneiden und dann noch hochladen, weil da haben wir relativ gutes Internet. Und morgen geht's dann für euch im nächsten Vlog, fahren wir nach New York. Und da haben wir auch noch ein paar Sachen vor und das wird aber auch ziemlich cool. Ja, aber sowas gehört auch mit zu einer Reise. Wir haben halt gedacht, hier geht's, wir gucken schon wieder da hoch. Wir haben halt gedacht, hier geht's übel ab. Dabei ist hier nicht so viel. Außer Polizei. Genau wie dein, wo wir die ganze Zeit gucken. Da ist auch nicht viel. Da ist auch nicht viel. Leute, falls ihr euch fragt, was da oben ist, abonniert Klim und wir sehen uns im nächsten Vlog, würde ich sagen. Simon, du hast das Schlusswort. Happy Halloween.